Ich grüße euch einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. An meiner Seite die bezaubernde Alina. Ich bin Stephanie. Wir machen heute gemeinsam einen Slow Flow, also langsames Vinyasa Yoga. Trotzdem werden wir intensiv in den Haltungen arbeiten und nehmen unser wichtigstes Werkzeug mit, unserem Atem. Wir werden heute besonderen Fokus auf den Ujjayi-Atem legen. Der Ujjayi-Atem übersetzt sich als der siegreiche Atem. Der Atem hilft uns, unsere sogenannten Bandhas, hast du vielleicht schon mal gehört, zu aktivieren, also unsere Körpermitte zu stabilisieren. Gleichzeitig richten wir uns auf und haben auch mehr Kraft, das wirst du spüren, in den einzelnen Haltungen. Wenn du den Ujjayi-Atem noch nicht kennst, bist du gerade richtig, weil wir werden den gemeinsam erstmal entdecken, um ihn dann in die Übungen einfließen zu lassen. Bleibe erstmal in der sitzenden Haltung. Lass deine Schultern ganz entspannt, zieh deinen Nacken lang, dein Kinn leicht zur Kehle. Atme erstmal ganz normal. Beobachte, wie der Atem durch deine Nase einfließt. Schau, wo der Atem ankommt, vielleicht mehr im Bauch, vielleicht mehr in der Brust. Werde dir erstmal des Atems bewusst. Der Ujjayi-Atem ist leicht zu erlernen. Wir werden beim Ujjayi-Atem die Kehlritzen verengen. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber gar nicht. Das ist so ähnlich wie beim Gartenschlauch. Wenn du den Gartenschlauch ein bisschen abdrückst, wird der Wasserstrahl ganz stark, ganz intensiv, sodass du deinen Garten leichter bewässern kannst. Und das Gleiche machen wir auch mit dem Atem. Durch das, dass wir die Stimmritzen verengen, wird der Atemstrahl länger und dadurch nimmst du auch mehr Sauerstoff auf und aktivierst automatisch deine Tiefmuskulatur. Wie können wir das erlernen? Am besten, indem wir die Stimme zur Hilfe nehmen. Probier aus, mit leicht geöffnetem Mund ein A oder ein H zu hauchen. Ein tonloses H oder A in der Ein- und in der Ausatmung. Mach weiter, was passiert? Dadurch verengt sich hier die Stimmritze im Bereich der Kehle und es entsteht ein ganz typisches Geräusch, das Geräusch einer Meeresbrandung. Du kannst dir auch vorstellen, wie es sich anhört, wenn ein Taucher mit seinem Atemgerät atmet, dann hört sich das auch so an. Oder auch Darth Vader, wie bei Star Wars, dieses hörbare Atmen versucht zu imitieren. Gleich machst du jetzt mit geschlossenen Lippen durch die Nase und formst in deinem Mund und in deiner Kehle aber immer noch ein tonloses A oder H, sodass du in dir die Meeresbrandung, dieses Geräusch, richtig wahrnehmen kannst. Einmal.
Sehr gut. Jetzt wechsel die Haltung, komm in den Vierfüßlerstand und wir nehmen im Vierfüßlerstand die Ujjayi-Atmung mit in die Bewegung, einfache Bewegung, sodass wir uns auf den Atem konzentrieren können. Einatmen in den Pferderücken, Ujjayi. Atempause wahrnehmen und aus. Katzenbuckel. Atempause wahrnehmen, bevor der Atem wieder wechselt. Ein. Atempause und aus. Wiederhol das ganz für dich. Ich hoffe, du kannst das Meeresrauschen in deinem Körper hören. Einatmen im Pferderücken. Jetzt schon deine Zehen aufsetzen. Komm in den herabschauenden Hund. Langsam die Bewegung mit dem Atem verbunden aus. Bleibe hier, atme weiter. Ein. Konzentriere dich auf das Geräusch deines Atems aus. Ein. Und aus. Noch einmal ein. Und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung komm viele Schritte nach vorne. Strecke nochmal deinen Rücken. Einatmen, Vorwärtsbeuge, ausatmen. Wir bleiben zwischen diesen zwei Bewegungen. Der Fokus bei der Atmung. Ein, Meeresrauschen. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Meeresrauschen. Letzte Mal ausatmen, vorwärts beugen, Knie leicht beugen, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Ein, Arme über die Seite, zieh dich lang. Und ausatmen, die Arme neben den Körper. Bleib in der stehenden Haltung, nimm deine Hände auf deinen Brustkorb im Stehen, nochmal bewusst den Atem. Ein, Ujjayi. Ausatmen, du spürst, wie deine Bauchmuskeln, Beckenboden, Rumpfmuskulatur sich aktiviert. Ganz von alleine. Ein. Und aus, wie ein Korsett, das deine Organe sanft nach innen zieht. Ein. Ausatmung, lass deine Hände wieder zum Boden sinken. Mit der nächsten Einatmung, Arme über die Seite und dann löse dein rechtes Bein, rechter Winkel. Konzentration auf die Atmung, Rotation aus, Blick nach hinten, einatmen und wieder aufrichten. Gar nicht so einfach. Ausatmen. Rotation in deinem Tempo. Einatmen, dein Bein jetzt noch mit dazu strecken. Vielleicht gelingt es, das Bein gestreckt zu lassen. Rotation und dann bleibe hier. 5 tiefe Atemzüge.
kannst das Bein gebeugt oder gestreckt halten. Zwei. Meeresrauschen in der Atmung. Drei. Tief in den Brustkorb atmen. Vier. Noch einmal tief ein. Mit der Ausatmung nimm die Arme wieder nach oben, dein Bein wieder rangebeugt. Wir gehen direkt weiter in die Standwaage. Ausatmen, lass dir Zeit, dein Gleichgewicht erstmal zu finden. Die Hände können in der Taille sein oder außen. Es geht auch nach vorne. Wichtiger ist, dass du dich wieder auf deinen Atem konzentrierst. Tief einatmen, ausatmen, spür deine Körpermitte, ein- und ausatmen, ein- und aus. Mit der nächsten Einatmung vorsichtig wieder aufrichten, nochmal dein Bein nach oben ziehen, auch deine Arme. Wenn du magst, das Bein nochmal strecken und Arm und Bein wieder zur Seite ausatmen. Bevor wir die Seite wechseln, die Hände wieder auf deinen Brustkorb. Konzentriere dich auf das Geräusch in deiner Kehle. Übertreibe gerne auch dieses Geräusch. Imitiere das Rauschen des Meeres. Du merkst, wie ganz viel Sauerstoff aufgenommen wird. Vielleicht wird es dir auch ein bisschen schwindelig, ein gutes Zeichen, dass du viel Sauerstoff aufnimmst. Letzte Mal ausatmen. Arme wieder sinken lassen. Jetzt nimmst du dein linkes Bein und deine Arme nach oben, lass ruhig dein Bein gebeugt. Mit der Ausatmung, Rotation, also Drehung aus der Wirbelsäule, verbunden mit deiner Ujjayi-Atmung. Einatmen, immer wieder lang ziehen. Ausatmen, Rotation. Einatmen. Noch einmal, Rotation. Einatmen, die Arme bleiben und du probierst dein Bein zu strecken und komm nochmal in die Drehung. Das Bein gebeugt oder gestreckt, um wieder 5 Atemzüge zu bleiben. Das Meeresrauschen in der Kehle zu spüren. 2. Drei. Und mit der nächsten Einatmung, 5, komm wieder nach vorne, kannst dein Bein wieder ranziehen. Wir gehen in die Standwaage. Du entscheidest, wie weit oder wie tief du gehst, wo auch deine Arme landen und konzentrierst dich wieder auf die lange Ujjayi-Atmung. Meeresrauschen in deiner Kehle. Die Atmung ist tief und gleichzeitig ohne Anstrengung. Und du spürst trotzdem, dass es dir richtig heiß wird. Diese Atmung ist auch sehr reinigend. Du hast gleich auch ein Detox. Nochmal ein- und ausatmen. Dann dich langsam wieder aufzurichten. Nochmal Bein und Arm lang machen, um dann beides wieder auf den Boden abzusetzen. Ausatmen. Hände wieder auf deinen Brustkorb. Wir konzentrieren uns auf den Atem. Du atmest in deinen Oberbauch, Brustkorb, Rücken bis zu deinen Schlüsselbeinen.
Meeresrauschen in der Kehle. Spür auch, wie der Brustkorb sich wirklich weitet. Mit der Ausatmung sich wieder zusammenzieht. Du spürst mit der Einatmung die Weite. Mit der Ausatmung spürst du hier wie ein natürliches Korsett, wie die Bauchmuskeln, deine Organe an den richtigen Platz ziehen. Dann nimm deine Arme wieder über die Seite ein, strecke dich ganz lang. Ausatmen, vorwärts beuge, setz deine Fingerspitzen zum Boden. Einatmen, strecke deinen Rücken. Und mit der Ausatmung komm zurück in die runde Katze. Alles verbunden mit dem Atem. Einatmen, Pferderücken, sanfte Rückbeuge, herabschauender Hund. Ausatmen, strecke dich im herabschauenden Hund. Die ganze Aufmerksamkeit bei deiner Kehle, bei deiner Atmung. Meeresrauschen. Ich weiß, das ist am Anfang ungewohnt und auch am Anfang etwas anstrengend. Mit der Zeit wirst du merken, dass du diese Atemtechnik mehr automatisierst, dann wird sie leichter. Und diese Atemtechnik hilft dir nicht nur im Yoga, sondern auch für jede andere Aktivität in deinem Alltag. Jetzt komm zum Sitzen nach vorne, Dandasana, die Beine gestreckt. Einatmen, richte dich auf und zieh die Arme über die Seite. Bleibe hier und der Atem unterstützt dich, lang zu werden. Ujjayi, ein, du wirst lang. Und mit der Ausatmung greife nach den Außenkanten. Ausatmen, einatmen, nochmal deinen Rücken strecken, Blick leicht nach oben. Ausatmen, komm tiefer in die Vorwärtsbeuge. In der Vorwärtsbeuge neigen wir oft dazu, uns zu sehr zu entspannen. Wir bleiben heute ganz bewusst auch hier in der Ujjayi-Atmung, um uns wirklich lang zu atmen. Nimm den Blick diesmal zu deiner großen Zehe, dass der Rücken nicht zu rund wird, sondern lang bleibt. Einatmen. Brustkorb weitet sich. Ausatmen. Du kommst noch weiter nach vorne. Einatmen. Du streckst jetzt auch hier deinen Rücken lang. Ausatmen, weiter nach vorne. Letztes Mal. Ein. Und aus. Bleibe hier, um deine Hände über deine Füße zu ziehen. Der Atem hilft dir dabei. Ein. Zieh dich noch länger. Und aus. Bleibe lang, um mit der nächsten Einatmung dich aufzurichten. Einatmen. Strecke dich in die Länge, um jetzt deine Beine gebeugt ranzuziehen, dich ganz klein zu machen, wie ein Küken, dein Kinn zur Brust zu ziehen. Mit der nächsten Einatmung komm in Navasana, in die Bootshaltung. Entscheide, ob du die Beine gebeugt oder gestreckt hältst. Und auch hier hilft dir der Atem. Einatmen, Brustbein heben, ausatmen, halte die Länge. Nochmal einatmen, wachse noch ein Stück aus der Taille. Ausatmen, halte die Länge. Alina, spürst du, wie intensiv das ist? Du wirst merken, es ist viel anstrengender, als wenn wir hier so gemütlich sind. Wenn du noch Kraft über hast, kannst du die Hände lösen. Zieh dich lang und ganz zum Schluss vielleicht nochmal einatmen, kurz die Beine strecken. Lang bleiben und dann greif wieder nach deinen Kniekehlen, roll dich auf deine Matte ab, um deine Beine in die Luft zu bringen, ganz entspannt deine Arme nach hinten, lockere deine Füße. Die Knie können gebeugt oder gestreckt sein. Mach die Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Kleine Pause, auch kleine Atempause, Pause vom Atem,
Du atmest natürlich weiter. Aber der Ujjayi-Atem ist am Anfang sehr intensiv anstrengend in deinen Bauchmuskeln. Deswegen kann es sein, dass du immer wieder auch mal eine kleine Pause machen musst oder kannst. Dann zieh deine Beine wieder zum Bauch. Dein Stirn Richtung Knie. Und wir rollen auf und ab, massieren den ganzen Rücken. Dann wieder zum Sitzen zu kommen. Wir kommen wieder in den Vierfüßlerstand zurück. Im Vierfüßlerstand nutzt wieder die Gelegenheit, den Ujjayi-Atem zu kultivieren, zu üben. Ausatmen in der Katze. Atempause spüren. Einatmen, Pferderücken. Ausatmen, Meeresrauschen in der Kehle. Noch einmal in den Pferderücken. Einatmen, dann wieder deine Zehen aufsetzen, herabschauender Hund. Ausatmen. Du kannst deinen Kopf locker lassen, dein Kinn etwas Richtung Brust ziehen. Konzentriere dich wieder auf deinen Ujjayi-Atem. Nächsten Einatmung. Komm wieder mit deinen Füßen in die sitzende Position, so wie vorher. Dandasana, die Stockposition. Lass dir von deinem Atem helfen. Ein. Zieh dich in die Länge. Ausatmen, bleibe. Nochmal einzuatmen. Mit der Ausatmung greife deine Außenkante. Einatmen, Rücken wird ganz lang. Ausatmen, du ziehst dich tiefer, wirst aber nicht rund. Du kannst auch gerne die Knie leicht beugen. Den Blick zu deinen großen Zehen. Und der Atem hilft dir dabei, dich Wirbel für Wirbel jetzt in die Länge zu atmen. Einatmen, Brustbein nach vorne ziehen. Ausatmen, die Länge halten. Einatmen. Wachse von innen in die Länge. Ausatmen. Nochmal tief einatmen. Ausatmen. Bleibe, um jetzt wieder deine Fingerspitzen über deine Füße zu ziehen. Noch ein Zentimeter länger nach vorne zu wachsen. Und dann richte dich langsam wieder auf. Einatmen. Strecke dich in die Länge. Mit der Ausatmung nimm deine Hände links und rechts wieder auf den Boden und wir gehen in eine sitzende Gleichgewichtsübung. Du nimmst dein rechtes Bein und greifst mit deiner Hand unter deinen Wadel. Dann legst du dein linkes Bein über dein rechtes Bein und probierst auch da, ob du die Hände durchfädeln kannst. Die Hände so wie ein Handspiegel, sodass du links und rechts deinen Handspiegel schauen kannst und gleichzeitig versuch dich lang zu atmen, indem du die Beine versuchst ein bisschen höher zu schieben, dich auch im Rücken länger zu ziehen, dich wieder auf die Atmung zu konzentrieren, auf das Meeresrauschen in deiner Kehle. Ein- und ausatmen. Ich hoffe, ihr könnt euren eigenen Atem hören. Wir versuchen jetzt hier auf den Rücken zu rollen und wieder nach oben zu rollen. Schau, dass du nicht auf den Nacken rollst,
sondern wirklich nur bis zu die Schulterblätter. Spürst du deine Bauchmuskeln? Letzte Mal, bleibe oben. Sehr gut. Um dann deine Hände wieder zu lösen und dann greif deine Außenkanten. Je nachdem, wie beweglich deine Hüfte ist, deine Knie, die Rückseite der Beine, kannst du hier gebeugt oder auch probieren, vorsichtig die Beine zu strecken. Und auch hier hilft uns der Atem, wenn wir hier recht rund sind, dich wieder lang zu atmen. Einatmen, Ujjayi. Blick nach oben, aus. Zwei. Mit jedem Atemzug lass die Taille noch länger werden. Drei. Und heb auch dein Brustbein nach vorne. Vier. Und fünf. Kleine Herausforderung noch für unsere Bauchmuskeln. Die gleiche Haltung, ohne Hände oder unterstützt. Genau. Trotzdem lang bleiben. Wenn du viel Kraft hast, kannst du die Hände lösen oder auch die Beine ein bisschen unterstützen. Brustbein nach vorne schieben. Und dann die Beine vorsichtig in die Grätsche auf den Boden abzulegen. Sehr gut. Aus der Grätsche schauen wir, dass wir erstmal lang werden. Bleib erstmal wieder, erinnere dich an deinen Atem. Dass dein Brustkorb sich bewegt, ein Meeresrauschen in deiner Kehle stattfindet. Wenn es manchmal noch nicht so leicht gelingt, dann tu einfach so, als ob. Und dann kommt es von alleine. Du wirst sehen. Jetzt die Arme mit dazu und streck dich nochmal in die Länge. Einatmen. Mit der Ausatmung setze deine Fingerspitzen Richtung Boden. Komm etwas tiefer, um dich hier wieder lang zu ziehen. Einatmen. Länge halten. Ausatmen. Mit jedem Einatmen zieh dich in die Länge, ohne rund zu werden. Einatmen, schieb dein Brustbein weiter nach vorne. Ausatmen. Noch einmal einatmen. Mit der nächsten Ausatmung komm einfach so tief, wie es für dich leicht geht. Um nochmal fünf Atemzüge im Ujjayi-Atem zu bleiben. Mit so kleinen Mikrobewegungen strecke dich. Zieh deinen unteren Rücken noch mehr in die Länge. Versuch einen kleinen Entenpo zu machen, damit der untere Rücken, der oft ein bisschen rund ist, langgezogen wird. Und dann langsam wieder aus der Haltung zurückzukommen, deine Beine wieder rangezogen, kreuze nochmal die Beine, werde ganz klein, ganz rund. Wir gehen wieder in Navasana, in die Bootshaltung. Lass uns Zeit, den Rücken mit der Atmung lang zu ziehen, sodass du ganz wackelig auf deinem Popo balancierst. Umso runder du wirst, umso stabiler fühlt es sich an. Lass dich davon nicht täuschen, sondern geh an dem Punkt, wo es sich am wackeligsten oder am schwierigsten anfühlt. Der Atem hilft dir dabei. Brustbein heben, Schultern tief. In deiner Variation kannst du hier dir alles noch ein bisschen anstrengender machen. Oder du bleibst hier und unterstützt dich, was du heute brauchst. Letzte Mal Hände an die Kniekehlen, roll dich rund, Wirbel für Wirbel ab, L-Position, deine Beine schauen nach oben, die Arme kannst du seitlich oder über den Kopf legen
Und jetzt nimm auch gerne mal die Beine in eine lockere Grätsche. Bleibe hier. Und deine Beine ganz sanft nach außen wippen zu lassen. Die Beine können auch gebeugt sein, wenn dir das angenehmer ist in der Hüfte. Oder auch gestreckt. Sanftes Wippen. Auch gönn deinem Atem, dem Ujjayi-Atem, gerne auch eine kleine Pause. Sich nachher wieder besser auf die Atmung konzentrieren zu können. Und dann deine Hände wieder zur Unterstützung an die Beine zu legen. Langsam wieder nach oben die Beine. Dann deine Knie Richtung Bauch zu bringen, deine Stirn zu deinen Knien. Und dann beginn dich wieder auf- und abzurollen. Beim nächsten Mal bleibe oben und komm wieder in den Vierfüßlerstand, um im Vierfüßlerstand dich wieder auf den Ujjayi-Atem zu konzentrieren. Ausatmend, rund werden, Atempause spüren, einatmen, Pferderücken, sanfte Rückbeuge. Mach das wieder ganz in deinem Tempo, um wirklich auch deinen Atem wirklich zu hören. Nächsten Mal setze deine Zehen wieder auf den Boden, komm in den herabschauenden Hund, ein und ausatmen. Deine Arme versuch zu strecken, deine Beine nach und nach immer mehr. Schau, dass dein Nacken entspannt ist und du deinen Atem hören kannst. Kleiner Tipp, um den Ujjayi-Atem noch besser zu hören oder zu spüren, ist es hilfreich, jetzt dem Hund dein Kinn noch mehr zur Brust zu ziehen. Und dann wirst du merken, dass automatisch dieses Meeresrauschen in deiner Kehle entsteht. Dann wieder mit deinen Füßen viele kleine Schritte nach vorne zu machen. Ausatmen, eine sanfte Vorwärtsbeuge. Und dann wieder mit leicht gebeugten Knien dich Wirbel für Wirbel aufzurichten. Du kannst deine Arme auch nochmal nach oben strecken in die Länge. Und ausatmen, nimm deine Hände wieder neben den Körper. Wir gehen in eine Gleichgewichtsübung. Du kannst die Baumposition in der ganz sanften oder einfachen Haltung probieren. Oder hier am Wadel oder auch am Oberschenkel. Deine Hände vor dein Herz. Und auch hier versuch dich jetzt auf den Atem zu fokussieren, zu konzentrieren. Der Atem ist heute dein Konzentrationspunkt. Ujjayi. Wenn du dein Kinn leicht zur Kehle ziehst, wird es dir leichter gelingen, den Ujjayi-Atem wahrzunehmen. Beobachte auch, ob dein Brustkorb sich weitet. Einatmung, dein Bauch ganz flach nach innen zieht mit der Ausatmung.
Mit der nächsten Einatmung nimm deine Arme zur Seite und flexe deine Finger. Werde ganz lang, streck deine Schultern nach außen. Deine rechte Hand bleibt flex und die linke Hand wird zur Faust. Genau. Und jetzt versuch dein Knie Richtung Ellbogen zu schieben und dein Ellbogen schiebt gegen dein Knie. Und gleichzeitig spannst du dich richtig auf. Wenn dein Gleichgewicht gut ist, geht der Blick zur rechten Hand. Und jetzt schau, ob du deinen Atem noch hören und spüren kannst. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, greife jetzt deine große Zehe. Du kannst hier gebeugt bleiben oder vorsichtig versuchen, das Bein zu strecken. Lass ruhig den Arm gestreckt, um leicht im Gleichgewicht zu bleiben. Du kannst es dir noch herausfordernder machen, indem du deinen Blick zu deiner gestreckten Hand nimmst. Ujjayi-Atem. 2, 3, 4 und 5. Vorsichtig dein Bein wieder ranziehen und dann lass deinen Fuß wieder zurück auf den Boden. Lockere deine Schultern, deine Füße. Wenn du regelmäßig den Ujjayi-Atem übst, wirst du auch merken, dass dir Gleichgewichtsübungen leichter fallen werden, weil du durch die Ujjayi-Atmung automatisch eine bessere Stabilität in der Körpermitte aufbaust. Wir probieren die zweite Seite. Du entscheidest, wo du deinen Baum ansetzt. Entweder Sprunggelenk, Wadel oder Oberschenkel. Bitte nicht aufs Knie. Das mag das Knie nicht so gern. Der Fokus ist wieder der Atem, das Meeresrauschen. Beobachte, ob dein Brustkorb sich weitet mit der Einatmung und der Bauch stabil nach innen zieht mit der Ausatmung. Wenn du die Kehle, das Kinn leicht zur Kehle ziehst, ist es leichter, Rauschen in der Atmung zu erzeugen. Nächster Schritt, die Arme nach außen gestreckt, werde ganz lang. Schieb die Arme aktiv nach außen, dass auch die Schultern weg von den Ohren ziehen. Und dann mit der rechten Hand eine Faust zu machen und dein Oberschenkel gegen dein Knie zu schieben und dein Knie schiebt gegen dein Oberschenkel. Du merkst, wie deine Bauchmuskeln seitlich jetzt richtig aktiviert werden. Vielleicht gelingt es dir, den Blick zur linken Hand zu nehmen. Dein Meeresrauschen trotzdem zu halten. Als nächstes probier, deine große Zehe zu greifen. Wieder hier zu bleiben oder dein Bein zu strecken. Zwei. Drei. Der Atem streckt dich richtig in die Länge. Vier. Und 5, langsam das Bein wieder ranholen, stell deinen Fuß zurück, Arme neben den Körper, Schultern locker. Ich hoffe, es geht euch gut beim Üben. Alina, hast du noch einen Tipp für die Ujjayi-Atmung?
der Lehrer hat so andere Geheimtipps. Du kannst zum Beispiel auch zu Hause mit dem kleinen Handspiegel. Sehr gut. Wenn du manchmal nicht verstehst, was wir meinen, dieses tonloses H, stell dir vor, du haust einfach den Spiegel an. Einfach für dich ein paar Mal erstmal anhauchen und dann tatsächlich anhauchen und gleichzeitig versuchen, den Mund wieder zu schließen. Und dann wirst du merken, was wir mit diesem verengten, was die Stefanie gemeint hat, wenn du den Schlauch zusammendrückst. Wenn du anhaust, atmest du durch deine Kehle quasi. Ich muss auch gestehen, dass ich habe sehr lange gebraucht, um den Ujjayi-Atem wirklich anwenden zu können. Ich habe es einfach theoretisch nicht verstanden. Und es hat wirklich viele, also bei mir hat es leider viele Jahre gedauert. Deswegen sei nicht so streng mit dir, wenn es vielleicht nur hin und wieder mal klappt. Du wirst merken, mit der Zeit kommt es von alleine. Also bleib einfach dran. Komm wieder in den Sonnengruß. Einatmen, zieh die Arme über die Seite. Ausatmen, sanfte Vorwärtsbeuge. Nochmal deinen Rücken strecken. Einatmen. Komm nochmal in den Vierfüßlerstand, um hier nochmal den Ujjayi-Atem für dich zu erkunden. Ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen, Pferderücken. Gerne auch mal seitlich in die Katze rollen. Dann langsam wieder in eine für dich bequeme Sitzhaltung zu bringen. Das kann der Schneidersitz sein oder der Fersensitz. Deine Arme entspannt auf deine Oberschenkel. Auch deine Schultern sind entspannt. Dein Kinn sanft zur Kehle gezogen. Gerne deine Augen schließen. Wir konzentrieren uns auch zum Schluss nochmal auf die Atmung. Einatmen mit deinen Oberbauch, Brustkorb, Rücken bis zu deinen Schlüsselbeinen und vollständig ausatmen. Bauchdecke zieht sanft nach innen. Ein. Und ausatmen. Um dieses Meeresrauschen noch mehr zu hören, probier aus, dir die Ohren jetzt mal zuzuhalten. Ich würde mal sagen, 10 Atemzüge, um selber das Atmen zu hören. Ich hoffe, ihr
könnt mich wieder hören. Das ist eine schöne Möglichkeit, um den Ujjayi für dich zu üben. Kannst du auch ganz gemütlich beim Sitzen üben. Entweder Ohren zuhalten oder was auch ganz gut funktioniert, sind Oropax in die Ohren beim Üben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen langen Atem. Den brauchen wir im Moment auch. Und ich wünsche euch eine ganz entspannte, wundervolle Zeit. Namaste. Namaste. Danke, dass ihr mitgemacht habt.